Mittlerweile ist überall bekannt, dass Narzissten die perfekten Manipulatoren sind. Wenn sie in ihre Kiste ganz tief greifen, dann ist es ganz, ganz schwer, sie zu enttarnen. Und man sieht auch hier gerade auf YouTube mittlerweile ploppen ja Aufklärer wie Blumen auf einer Wiese raus, ja. Und es gibt mittlerweile unzählige Videos, wie ihr Narzissten überführt, was Narzissten sagen, was sie meinen, welche Sätze nur Narzissten sagen, ja. Und ihr guckt euch das alles an und werdet immer mehr durcheinander und irgendwann kommen dann die verzweifelten Mails, Arti, Hilfe, ich gehe da raus und sehe überall nur noch Narzissten. Was ist denn da los, ja? Und nein, es ist tatsächlich nicht so, dass sie überall sind, sondern im Endeffekt gibt es da draußen eben auch viele Fehlinformationen und irgendwann siehst du jeden normalen Menschen als Narzissten an. So, und ich möchte jetzt ein für alle Mal Klarheit in dieses Thema bringen. Denn wenn du diesen Trick in Zukunft anwendest, wirst du zu 100% endlich verstehen, was dahinter steckt. Du wirst dir keine nervigen Videos mehr anhören müssen, wo irgendwelche Sätze propagiert werden, die du eins zu eins übernehmen kannst und dann in Zukunft beim Daten sofort vom Tisch springst und wegläufst, wenn du sie hörst, ja. Und du musst auch nicht mehr dir 100 Videos angucken, wo es heißt, was ein Narzisst sagt und was er wirklich meint. Nein, ich werde dir, wie gesagt, heute eine Sache zeigen. Und wenn du die einmal wirklich begriffen hast, dann wird dir nie wieder ein Narzisst etwas vormachen können, dich nie wieder manipulieren können und du wirst es in Zukunft sofort durchschauen und dir wird es auch dann überhaupt nicht mehr schwerfallen, den Kontakt zu so einem Menschen abzubrechen. Jetzt wirst du sagen, boah, das klingt wie der beste Zaubertrick der Welt, ist aber eigentlich ganz easy, wenn du es mal verstanden hast. Also legen wir doch direkt mal los. Herzlich willkommen wieder hier bei Hilfe für Opfer von Narzissten. Mein Name ist Arti, ich bin von Beruf psychologische Beraterin, klebe bei YouTuber schon seit 8 Jahren über narzisstischen Missbrauch auf. Wenn du hier neu bist, klick gerne auf Abonnieren und auch auf das Glöckchen. Wir treffen uns hier immer jeden Donnerstag um 18 Uhr mit der größten Selbsthilfe-Community Deutschlands zu dem Thema zum neuen Video. Und da können wir auch wie immer auf der rechten Seite miteinander chatten. Ich bin da auch immer mit dabei. Ich freue mich auf dich. So, wie gesagt, das Internet ist mittlerweile kaum mehr begrenzt. Es gibt 3 Milliarden Informationen und du hast überhaupt keine Ahnung mehr, welche du zu dir nehmen sollst. Ja, es sind auch ganz viele Fake-Profile unterwegs, die irgendeinen Blödsinn verbreiten, die irgendwelche anderen Aufklärer kopieren, große Kanäle, um irgendwie Klicks zu kriegen. Ja, und da werden dann teilweise Informationen verbreitet, die gar nicht mehr stimmen. Und es ist aber eben so wichtig, dass wir hier wirklich bei der professionellen Aufklärung bleiben, weil ansonsten glaubst du irgendwann, dass jeder Otto-Normalmensch da draußen direkt ein pathologischer Narzisst sein könnte. Und das führt dann natürlich zu weit. Und deswegen musst du jetzt ab heute, Gott sei Dank, dir nie wieder ein Video darüber angucken, was Narzissten sagen, was sie meinen oder was sind Narzisstensätze, wie durchschaust du einen Narzissten, ja, oder wie kannst du dich endlich von einem Narzissten lösen? Denn wenn du diese Methode hier begriffen hast, wird dir das in Zukunft sehr, sehr leicht fallen. So, und wir wollen uns eben, und das ist jetzt hier schon der Trick bei der Sache, gar nicht mal so darauf konzentrieren, was ein Narzisst sagt. Denn Narzissten sagen sehr viel. Die sind auch wie Chamäleons, ja. Die passen sich ja jeder Situation an, sind mal rot, mal blau, mal grün. Ja, du kannst du gar nicht genug schnell gucken, um zu sehen, wie die ihre Farbe ändern, ihre Gewohnheiten, ihre Moral. Das ist ja alles wandelbar. Und eben deswegen ist es so schwer, Narzissten nur auf ein paar Sätze zu reduzieren. Natürlich gibt es sowas auch, ja. Da haben wir auch schon drüber aufgeklärt. Aber im Endeffekt ist es doch so viel wichtiger zu kapieren, warum ein Narzisst kommuniziert. Denn wir müssen hier schon mal den ganz klaren Unterschied machen. Ein normaler Mensch kommuniziert mit anderen Menschen, spricht mit anderen Menschen. Kommunikation ist etwas Gemeinsames, das Verbindung schaffen soll, ja, und Beziehung. Bei einem Narzissten ist es so, der spricht nicht mit dir, der spricht zu dir. Und das ist schon der erste wichtige Unterschied zu einer normalen Person, ja. Das heißt, der Narzisst hat immer einen Grund, warum er mit dir spricht. Normale Menschen quatschen einfach so miteinander, die haben vielleicht noch gar kein Ziel dahinter, wissen noch gar nicht, wohin das Gespräch führen soll. Bei einem Narzissten ist das anders. Und das musst du jetzt erstmal schon mal begreifen, damit du aufhören kannst, dir irgendwelche Sätze auswendig zu lernen und irgendwann gar nicht mehr zu wissen, was geht denn jetzt hier vorne und hinten? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer Narzisst ist oder nicht. Ja, die sind ja überall. Ne? Nein, es geht darum, dass du erstmal begreifst, die ticken anders als wir. Das ist schon mal das Allerwichtigste, okay? Und wenn sie kommunizieren, ist da immer ein Grund hinter. Die kommunizieren nie aus Spaß. Und jetzt wirst du sagen, gut, aber es wird doch jetzt 3 Milliarden Gründe geben, warum die kommunizieren. Nein, auch das ist nicht so. Es gibt tatsächlich nur 4 Gründe, 4, warum ein Narzisst
kommuniziert. Alles andere ist Wiederholung, 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 Wiederholung. Und das ist vielleicht jetzt eine Information, die du so noch nie gehört hast, aber die du, wenn du jetzt zum Beispiel noch in einer Beziehung mit einem Narzissten bist oder in einer Beziehung mit ihm steckst, wo du eben nicht so leicht rauskommst, vielleicht im Job, vielleicht hast du einen Ex mit Kindern, ja, wo man immer wieder irgendwie kommunizieren muss. Und genau da wirst du das jetzt ganz toll, wirst du da in Zukunft eine Schablone drauflegen können und schauen können, welcher dieser vier Gründe benutzt er gerade, um mit mir zu kommunizieren. Denn es sind tatsächlich nur vier Stück. Und wenn du das einmal erkannt hast, wird eine Riesenlast von dir abfallen. Denn wie gesagt, wir Betroffene interpretieren immer so viel in das Gesagte von Narzissten, beziehungsweise in das, was sie nicht sagen. Oder das, was wir zwischen den Zeilen lesen und machen uns komplett verrückt oder reden uns Dinge schön, kneifen ein Auge zu. Ja? Und die bittere Wahrheit kommt immer erst am Ende der Beziehung raus. Ja, hier sind mal sieben Sachen, die du rausfindest, wenn du den Narzissten nicht mehr liebst. Bin ich auch schon durch. Richtig schockierend, ja. Schau es dir ruhig nach diesem Video hier mal an, weil die bauen noch so ein bisschen aufeinander auf. So, und der erste Grund, warum Narzissten kommunizieren, und der ist natürlich noch einer der bekannteren, glaubt mir, die anderen, werdet ihr euch teilweise grün und blau wundern, ja, aber es wird euch auch sehr tiefes Verständnis geben. Der erste Grund ist selbstverständlich zur Manipulation. Ein Narzisst sieht immer nur seine eigenen Ziele und möchte das erreichen, was ihm am wichtigsten ist, okay? Und dafür geht er über Leichen. Je nachdem, wie viel psychopathische Anteile da noch drin sind, kann das auch mal schnell ins Kriminellere abrutschen, weil, wie gesagt, die Psychopathen, die haben kein Angst- und Schamgefühl und die gehen dann über alle Grenzen, weil sie gar nicht verstehen, warum ihnen das nicht zustehen sollte, auch wenn es gesetzlich verboten ist, denn für sie gelten ja keine gesetzlichen Grenzen. Also gehen sie da über alles drüber. Manipulation ist natürlich einer der Gründe, warum Narzissten kommunizieren mit dir. Also, wenn er das nächste Mal super freundlich zu dir ist, dann kannst du leider nicht davon ausgehen, dass er dir einfach nur mal eine Freude machen will oder wenn er mal Blumen mitbringt, sondern meistens ist dann irgendein Grund dahinter versteckt, was er gerade von dir möchte. Du musst dann nur weiter nachhaken und zuhören und irgendwann wird dann entweder rauskommen, dass er was von dir möchte oder dass er eventuell was verbockt hat, was ihn jetzt in Schwierigkeiten gebracht hat, wo du ihn jetzt da ihm den Karren aus dem Dreck ziehen sollst. Aber am Ende ist es immer einer dieser vier Gründe und der erste ist eben Manipulation. So, und wir wissen auch, dass Narzissten im Endeffekt in einem Fake-Ego zu Hause sind, ja, in einem Ich, das nicht wirklich existiert. Das hast du auf diesem Kanal bestimmt schon ein oder anderes Mal gehört. Es ist halt ganz wichtig zu verstehen, dass sie nicht ihr authentisches Selbst leben. Das ist auch einer der Gründe, wie du Narzissten super erkennen kannst. Die ziehen sich Masken auf, je nachdem, wie sie sehen, dass etwas funktioniert. Oder dann kopieren sie das, ja. Also Narzissten haben nichts Authentisches in sich. Gerade hier bei Social Media kann man das toll beobachten, ab und zu bei einigen YouTubern, die wechseln ihr Gesicht andauernd. Wenn irgendwas nicht passt, dann setzen sie sich eine neue Maske auf, die ist dann von irgendjemand anderem, weil sie sehen, dass der mehr Erfolg hat als sie. Also Narzissten sind im Grunde wie Frankensteins Monster, metaphorisch gesehen ein Flickenteppich aus ganz vielen Charaktereigenschaften von anderen Menschen. Achte da bitte mal drauf. Weil keine Authentizität ist immer ein großes Symptom dafür. So, und wenn du jetzt so ein Fake-Ego hast, das natürlich nicht der Realität entspringt, okay, dann musst du immer dafür sorgen, dass deine Grandiosität gepusht wird. Das heißt, das Fake-Ego braucht Futter. Und da es ein Fake-Ego ist und sie es nicht selber füttern können, bist du dafür verantwortlich, dieses Ego zu pushen. Bedeutet, er kommt auf dich zu, weil er von dir Bestätigung oder Energie oder, und Achtung, bei den verdeckten Narzissten ist es ein bisschen anders, Mitleid haben will. Verdeckte Narzissten leben alleine vom Mitleid, weil sie immer das Opfer von anderen sind, ja. Und dann bist du die Persona, die ihnen da ständig das Mitleid entgegenbringen muss, die ihre Kämpfe kämpft, die immer wieder total fassungslos sagt, was, wie kann man dir das nur antun, wie schrecklich, ja. Also Souveränität ist da auch was anderes. Aber im Endeffekt, ein Fake-Ego muss wie eine Seifenblase immer gepusht werden, damit sie nicht platzt. Und das ist der zweite Grund, warum Narzissten überhaupt mit dir kommunizieren. Der dritte Grund, und das ist noch viel erschreckender, und das ergibt sich aber aus dem zweiten Punkt, wer in einem Fake-Ego lebt, der lebt auch in einer Fake-Welt. Ihr fragt mich immer, weiß der Narzisst, was er tut? Ja? Glaubt er seine eigenen Lügen? Wie kann er nur so überzeugend lügen? Und der Grund ist Konfabulation. Ihr könnt das Wort gern gleich mal googeln. Es geht darum, dass diese Menschen dissoziativ unterwegs sind. Das heißt,
Sie erfinden komplette Geschichten, Lebensabschnitte oder auch Erfolge neu oder strukturieren sie so um, dass sie immer die Helden der Geschichte sind. Und das Grausame daran ist, dass sie sie nicht nur erfinden, sondern sie glauben sie. Das ist Konfabulieren. Du erfindest eine Geschichte und identifizierst dich mit dieser Geschichte. Das heißt, ja, wenn der Narzisst dich anlügt, 90% der Zeit, 90% der Zeit glaubt er diese eigenen Lügen, weil er konfabuliert. Und das ist einer der Gründe. Auch das, diese Konfabulation, müssen aufrechterhalten werden, brauchen Zuschauer, die sie bestätigen, damit der Narzisst sich sicher sein kann, dass sie passiert sind. Das heißt, das ist der dritte Grund, warum Narzissten kommunizieren, die Konfabulation. Und du als Partner oder als engster Freund und Mitarbeiter bist dann natürlich das erste Opfer, was dann ständig sagen muss, ja, genau so war das, ja, wie großartig du hier reagiert hast, du bist wirklich ein Held. Ja, also sie brauchen nicht nur den Push der Grandiosität, sondern sie brauchen auch ständig im Grunde einen fliegenden Affen, der ihnen ihre Fake-Stories andauernd glaubt. Was fliegende Affen sind, habe ich hier oben nochmal erklärt für euch. Konfabulation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn es um Narzissmus geht, weil genau deswegen gerätst du in die Falle. Ein Lügner, der seine eigenen Lügen glaubt, ist sehr überzeugend. Und wenn du dann von diesem Thema keine Ahnung hast, gehst du dann natürlich in die Falle. Also wir Betroffene sind keine kleinen Blödchen, die einfach alles glauben, sondern wir haben einen Partner an unserer Seite, der so überzeugend ist, dass wir eben denken, dass er die Wahrheit sagt. Und wenn ein Narzisst dann krankhaft abstreitet und leugnet, dass er gelogen hat, dann geht es da um sein Leben, es geht um sein Fake-Ego. Und wenn das platzt, wird er mit der Realität konfrontiert und das kann für ihn tatsächlich seine ganze Welt zerstören. Und der vierte Grund, warum Narzissten kommunizieren, ist die sogenannte Shared Fantasy, die geteilte Fantasie. Das ist ein psychologisches Konzept vom Selbst-Narzissten und Psychiater Sam Wegnan. Den kann ich euch hier auch nur mal sehr warm ans Herz legen, denn er macht eine großartige Aufklärung, auch wenn er selbst Betroffener ist. Und da kann man wirklich noch sehr viel lernen. Und das Konzept der Shared Fantasy sieht tatsächlich vor, dass Narzissten dich immer als ihren Mutterersatz wahrnehmen, beziehungsweise als Ersatz dessen Elternteils, was ihn traumatisiert hat. Und das Problem ist, gerade wenn es ein Mann ist und du seine Mutter bist, in Anführungszeichen, ja, er stülpt dir diese Rolle über, dann beginnt es immer mit Lovebombing am Anfang. Er versucht, der perfekte Vorzeigesohn zu sein. Er versucht, deine Liebe zu bekommen. Er versucht, die Liebe der Mutter zu bekommen, die ihm nie Liebe geben konnte. Aber irgendwann, und jetzt wird's ein bisschen perfider, irgendwann wird er anfangen, dich abzuwerten und dich abzustoßen, weil er sich von seiner Mutter loslösen wollte und das nie geschafft hat. Und da diese narzisstischen Mütter oft sehr dominant sind und sie auch mit Mitte 40 noch komplett im Griff haben, wird dir diese Rolle übergestülpt, damit sie sich gut fühlen. Deswegen verhalten sich Narzissten nach Trennungen oft wie die beklopptesten Teenager. Ja, dann kriegst du so bekloppte Nachrichten wie: Ich bin heute bis 12 Uhr aufgeblieben und um 6 Uhr wieder aufgestanden, weil du nicht mehr da bist, ja. So total gestört, als wärst du ihre Mutter und als hätten sie ihre Mutter gerade verlassen. Und du als erwachsene Frau sitzt dann da und denkst dir, was? Schön? Was? Hä? Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber deswegen kann eine Beziehung mit einem Narzissten auch niemals funktionieren, weil du immer diese Mutterrolle sein wirst und er mit dir immer wieder den Kreislauf leben wird. Immer und immer und immer wieder. Denn er kann sich von seiner Mutter nicht trennen, weil du seine Mutter nicht bist. Aber das ist die sogenannte Shared Fantasy. Und das ist auch ein großer Punkt, warum Narzissten kommunizieren. Je nachdem, wo du gerade im Kreislauf bist, ja, entweder im Lovebombing oder schon bei der Abwertung oder schon beim Abschuss, ja, nutzt er dich, um da seine psychischen Probleme an dir abzuarbeiten, die, wie gesagt, meistens mit seiner krankhaften Mutter zu tun haben. Ich habe ja auch schon mal ein Video dazu gemacht, wenn du da noch näher zu einsteigen willst in das Thema. So, wenn du das jetzt begriffen hast, dass Narzissten nur durch diese vier Dinge kommunizieren, alles, was sie sagen, alles, was sie tun, alles, was sie diskutieren, alles, worüber sie streiten, hat nur mit diesen vier Dingen zu tun. Wenn dir das klar wird, dann wirst du dich natürlich erstmal hinsetzen und dir das jetzt genau angucken und sehen, dass ich recht habe. Ich hatte mehrere Jahre Zeit, das zu testen. Glaub mir, aber probier es gern selbst aus. Wenn du in einer Beziehung mit einem Narzissten bist, setz dich die nächsten Wochen mal hin und red mit ihm. Und dann guck mal, wie gut du das alles ständig zuordnen kannst. Bing, 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 bing. Da ist kein Ausreißer dabei. Es ist immer das Gleiche.
Und dann wirst du merken, wie reduziert dieses Denken eigentlich ist, wie unfassbar oberflächlich dieser Mensch lebt und wie wenig Tiefe er besitzt. Und vor allem, wie wenig er diese Beziehung mit dir führt, weil er dich liebt, sondern eigentlich nur lebt, damit er sein grandioses, verrücktes Fake-Ego weiter füttern kann und sich weiter an seiner Mutter rächen kann. Du bist einfach nur eine Projektionsfläche. Und wenn du das begreifst, dann merkst du irgendwann, und das habe ich wirklich während der Trennung auch gemerkt, Kommunikation mit einem Narzissten ist dermaßen unbefriedigend und einseitig. Wenn du wirklich weißt, wie du das einzukategorisieren hast, wo das reinpasst, ja, es ist wie Bullshit-Bingo. Du machst Bing, 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 ja, ich habe 4 voll, ja. Dann merkst du irgendwann, dass Diskussion, dass Kommunikation nirgendwo hingeht, niemals. Es dient immer nur seinen kranken Fantasien und das war's dann. Und spätestens, wenn du das begriffen hast, machst du deine Augen auf und trennst dich von so jemandem, weil du merkst, dass es dir nichts geben kann. Und das ist so viel effektiver, als in Zukunft zu gucken, was sagt der Narzisst, was macht der Narzisst, wie interpretiere ich dies und das, ja? Klar, das sind so typische Clickbait-Titel, ja, wo jeder klickt, aber hinterher nicht schlauer ist als vorher. Aber wenn du diese Tiefe jetzt wirklich mal sacken lässt, nach dem Video, guckst du dir auch mehrfach an, damit du es wirklich begreifst. Google Konfabulation, Google Shared Fantasy. Ja, schau dir von Sam Wagner mal die Videos an, wenn du Englisch kannst. Es gibt aber, ich habe schon gesehen, mittlerweile auch ganz viele deutsche Artikel zu dem Thema, wo sich die Leute damit befasst haben. Ja, begreife die Tiefe seiner Störung und nur dann kannst du dich lösen. Ja, also hör auf, oberflächlich nach irgendwas zu suchen oder rein zu interpretieren. Totaler Quatsch. Wenn du merkst, dass dieser Mensch nur aus 4 Gründen kommuniziert und du merkst, wie oberflächlich und überhaupt nicht tief das ist, ey, dann gehst du freiwillig, weil das ist sowas von hohlbirnig. Ja? Wenn du dann daneben eine Konversation mit deiner Freundin hast oder vielleicht mal mit einem anderen Menschen, der gesund ist und der sich wirklich für dich interessiert, ja, und der dir wirklich Geschichten erzählt, wo du sagst, boah, wie interessant das ist, ja, der richtige Konversation mit dir führt, ja, und der Narzisst daneben, dann merkst du irgendwann, oh mein Gott, was ist das denn? Und deswegen ist mir die Trennung damals auch so unglaublich leicht gefallen, weil als ich das alles gecheckt habe, ja, da hat mir das überhaupt nichts mehr gegeben, mit ihm zu kommunizieren, weil ich gemerkt habe, es gibt einfach nichts zu kommunizieren. Ja, Narzissmus ist immer Täuschung, Selbsttäuschung, Täuschung des anderen, eine Projektionsfläche. Und wenn du das begreifst, dann bist du raus. Und das ist das Allerwichtigste. Jetzt wollen wir mal einen großen Daumen nach oben geben, wenn uns das Video gefallen hat, denn wir wollen den YouTube-Algorithmus triggern, dass das Video sich von alleine verbreitet, damit es die richtigen Leute erreicht. Denn hier in Deutschland wird immer noch viel zu wenig professionelle, gute Aufklärung betrieben. Ich kenne echt nur eine Handvoll guter Aufklärer und die haben ganz winzig kleine Kanäle, so um die 10.000 rum, ja. Also alles andere ist Gelddruckerei und ist wirklich nicht wirklich in meinen Augen professionell gemacht, ja. Von daher schaut euch auch mal die kleineren Channels an, ja, weil da sind oft auch Psychologen unterwegs, die mittlerweile eine richtig gute Arbeit machen. Da bin ich richtig froh, dass meine Arbeit da so Früchte trägt seit 8 Jahren, ihr Lieben. Als nächstes, wir sind die größte Selbsthilfe-Community, was dieses Thema angeht in Deutschland. Nehmt euch jetzt nach dem Video mal 1, 2 Minuten, schreibt mir in die Kommentare eure Erfahrungen zu diesem Thema, ja. Gibt es vielleicht noch mehr Sachen, die ihr gemerkt habt? Oder was hat der Narzisst zum Beispiel? Ihr könntet Beispiele anführen, ja. Welche Dinge passen in welche 4 Kategorien? Weil wir haben hier ganz viele Zuschauer, die noch mittendrin stecken und die lesen all eure Kommentare. Und wäre jetzt dein Kommentar ausschlaggebend, dass sich jemand trennen kann? Also nehmt euch bitte die Zeit, halten wir hier alle zusammen, okay, und unterstützen einander. Als letztes teilt das Video mit 1, 2 Leuten, die euch wichtig sind, mit Therapeuten, Anwälten, Jugendämtern. Bitte, 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 die Aufklärung muss sich verbreiten, ihr Lieben, okay? Und als allerletztes wünsche ich euch morgen ein sonniges Wochenende und würde sagen, wir sehen uns hier nächsten Donnerstag um 18 Uhr wieder. Bis dahin, eure Arti.